Ha, da sind sie ja. Hab ich sie erwischt. Hey, was wollen Sie? Genug. Runter mit der Verkleidung. Welche Verkleidung? Verzeihen Sie, junger Mann. Einen Augenblick bitte, Madame. Schluss damit, ich habe Sie durchschaut. Und jetzt werden Sie mir ein paar zufriedenstellende Antworten geben. Ich weiß nicht, wer Sie sind und was Sie wollen. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich glaube, Sie irren sich, junger Mann. Sie können mich mit Ihrer lächerlich verstellten Stimme und Ihrer schmutzigen Kleidung nicht täuschen, Holmes. Und was zur Hölle haben Sie gegessen? Ihr Atem würde selbst ein Pferd am anderen Ende der Straße umbringen. So, das reicht. Jetzt können Sie was erleben. Beruhigen Sie sich, Mr. Hooper. Dieser junge Mann hat Sie bestimmt nur mit jemandem verwechselt. Ganz offensichtlich kann er sich Gesichter nicht besonders gut merken. Ganz im Gegenteil, Madame. Ich habe ein äußerst gutes Gedächtnis. Ach wirklich? Wenn das so ist, folgen Sie mir bitte, junger Mann. Ich will Ihnen etwas zeigen. Was? Aber Madame, ich bitte Sie, was machen Sie? Nur die Ruhe, Watson. Ich bin es. Holmes! Fast perfekt, Watson. Bis auf die Tatsache, dass es wieder mal am letzten Schritt gehapert hat. Aber trösten Sie sich. Dass Sie diese Adresse gefunden haben, ist bewundernswert genug. Was tun Sie hier? Abgesehen davon, dass Sie vor Scotland Yard davonlaufen. Ich verlange eine Erklärung. Sie sind nicht in der Position, um Fragen zu stellen. Ich habe Sie einmal gefunden, Holmes. Und Sie können sich sicher sein, dass ich Sie wiederfinden werde, wenn Sie sich jetzt aus dem Staub machen. Und zwar mit Baines und seinen Leuten. Ich habe absolut nicht vor, mich aus dem Staub zu machen. Wirklich? Und was hat es dann mit diesem Zugticket auf sich? Es ist für heute Abend. Sie haben meinen Koffer aufbekommen? Genug mit Ihren Lügen, Holmes. Wenn das so ist, ja, ich breche heute Abend auf. Wir brechen heute Abend auf. Ich lasse Sie nicht wieder alleine weg. Wie Sie meinen. Folgen Sie mir, wenn Sie unbedingt wollen. Aber ich warne Sie. Die Chancen stehen schlecht, dass wir beide leben zu... Ich weiche Ihnen keine Sekunde von der Stelle und nehme das Risiko auf mich. Was für eine anstrengende Reise. Ich hatte nicht einmal Zeit, meine Arzttasche zu packen. Und Sie haben stundenlang kein Wort geredet. Ich habe nachgedacht. Was ist das für ein Ort? Eine Wassermühle. Das sehe ich selbst. Aber was tun wir hier? Weit interessanter wird sein, was Sie tun werden. Auf mich können Sie mit Ihren Methoden nicht mehr zählen, Holmes. Sie sind zu weit gegangen. Sch, Watson, nicht so laut. Warum? Wohnt hier etwa jemand? Ja, drei Männer. Holen Sie Ihren Revolver aus der Tasche und sorgen Sie dafür, dass Sie unten bleiben. Ich sehe mich währenddessen oben um. Sind Sie gefährlich? Sie würden uns töten, wenn Sie könnten. Ich gehe nach oben. Kümmern Sie sich um die drei Männer und verhindern Sie, dass sie das Erdgeschoss verlassen. Holmes, warten Sie! Кто там? Die Times. Das ist eine Londoner Zeitung. Wodka. Es sind nur noch ein paar Tropfen übrig.
Die Times. Kto tam? Der arme Kerl hat sein Augenlicht verloren. Dieser arme Mann ist stumm. Ничего, не понимаю. Ah, Sie sind taub. Dieser Mann ist schwer verletzt und die Wunde ist entzündet. Hören Sie auf, mir etwas vorzumachen. Sie haben die Times gelesen. Sie verstehen mich genau. Sie haben uns also gefunden. Was will er, Aleko? Sind Sie gekommen, um Ihre schäbige Arbeit zu Ende zu bringen? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Sie wissen nicht einmal, warum Sie hier sind, nicht wahr? Sie sind nur ein Bauer. Ein gehorsamer Bauer auf einem Schachbrett, der tut, was man ihm sagt. Und Sie? Warum sind Sie hier? Um vor den Feinden der Freiheit zu fliehen. Meine Brüder und ich sind im Krieg. Gegen wen? Gegen Ordnung, Freiheitsberaubung, die Herrscherklasse und Ausbeuterei. Gegen die Peiniger, die für unser Leid verantwortlich sind. Gegen Sie und andere wie Sie. Ich will niemandem etwas Böses. Und warum richten Sie dann Ihre Waffe auf uns? Verschwinden Sie. Ich kann nicht. Ja, das meine ich. Sie sind nichts weiter als ein Bauer. Es gibt nichts mehr zu bereden. Bleiben Sie, wo Sie sind. Die Achse verbindet das Rad mit dem Mahlstein, der sich im Obergeschoss befinden muss. Eines der Zahnräder für die Verbindung zwischen der Achse und dem Mahlstein im Obergeschoss fehlt. Ein Zahnrad. Ein großer, stabiler Pinsel. Ein Arzneischrank. Ich frage mich, was Holmes gerade macht. Diese Truhe ist sehr schwer und mit einem Zahlenschloss gesichert. Ohne die Kombination bekomme ich sie unmöglich auf. Die Lampen sind alle kaputt. Eine sonderbare Truhe. Die Verzierungen deuten darauf hin, dass sie aus dem Unterhaltungsgewerbe stammt. Mal sehen. Das Kostüm eines Zauberers. Der arme Vogel. Wer weiß, was mit seinem Besitzer passiert ist. Ein Glücksbringer? Das perfekte Werkzeug für einen Zaubertrick. Nichts Interessantes. Zubehör für Zaubervorstellungen. Vielleicht findet sich dort irgendetwas Nützliches. Nichts Interessantes.
Was hat Mr. Ferguson denn hierher geführt? Diese Wassermühle ist nicht unbedingt der geeignetste Ort für Zaubervorstellungen. Ein Schlüsselbund. Für Entfesselungskünstler ein überaus nützlicher Gegenstand. Eine stattliche Auswahl an Kleidungsstücken. Das meiste sind Uniformen. Aber ihrer Qualität nach zu urteilen, dürfte es sich um Tarnung handeln. Diese Säcke sind voll und die einzigen, die nicht von Mäusen heimgesucht wurden. Oder aber sie wurden erst vor kurzem aufgefüllt. Diese Säcke sind voll und die einzigen, die nicht von Mäusen heimgesucht wurden. Oder aber sie wurden erst vor kurzem aufgefüllt. Das Mehl liegt jetzt auf dem Boden und der Sack ist leer. Sehr gut. Ein Zahnrad. Ein Datenblatt. Interessant. Das Mehl liegt jetzt auf dem Boden und der Sack ist leer. Sehr gut. Ein Zahnrad. Mehlsäcke. Verschimmelt und halb von Mäusen zerfressen. Mehlsäcke. Verschimmelt und... Der Mahlstein scheint in einem guten Zustand zu sein. Dunkle Flecken. Das muss Blut sein. Dunkle Flecken. Das muss Blut sein. Jemand war an die Achse des Mahlsteins gefesselt. Und zwar vermutlich ziemlich lange. Hier gehört eigentlich ein Zahnrad hin. Hier gehört ein... Freies Geleit im Falle einer Krisensituation, Ausweise für hochrangige Staatsdiener, aber wie es aussieht, alle ohne Namen.